Wenn du dein Publisher-Profil vervollständigt hast, ist es an der Zeit, dich bei Partnerprogrammen zu bewerben. Ein Programm kannst du erst dann mit Affiliate Links bewerben, wenn eine Kooperation zwischen dir und dem Programm besteht. Das heißt, du musst dich bewerben und vom Partnerprogramm zugelassen werden. Unter dem Menüpunkt Advertiser findest du die Punkte Meine Programme, kürzlich geschlossene Programme und Zur Programmbewerbung. Alle drei Menüpunkte führen auf dieselbe Seite. Es ist lediglich jeweils ein anderer Reiter vorausgewählt. Über Meine Programme wird der Reiter Zugelassen angezeigt, also alle Programme, mit denen du bereits eine Partnerschaft hast. Über kürzlich geschlossene Programme wird der Reiter Geschlossen angezeigt, also deine bestehenden Kooperationspartner, die kürzlich im Netzwerk geschlossen oder pausiert wurden. Über Zur Programmbewerbung wird der Reiter Nicht beworben angezeigt, alle Programme also, bei denen du dich noch nicht beworben hast. Wie du siehst, gibt es noch weitere Reiter, die im Grunde selbsterklärend sind. Offen für Programme, bei denen du dich beworben hast und auf deren Zulassung du wartest. Gekündigt für Programme, mit denen du eine Partnerschaft hattest und die die Kooperation mit dir beendet haben. Abgelehnt für Programme, bei denen du dich beworben hast, die deine Bewerbung aber abgelehnt haben. Ganz links befindet sich der Reiter Alle Programme. Hier werden, wie der Name schon sagt, alle Programme im Netzwerk angezeigt. In Klammern hinter jedem Programm steht, als Äquivalent zu den Reiterbezeichnungen, der Status deiner Beziehung zu dem Programm. Zugelassen, offen, abgelehnt und so weiter. Wie findest du nun für dich passende Programme? Vielleicht weißt du bereits, mit welchen Advertisern du zusammenarbeiten möchtest. Dann kannst du einfach den Namen des Programms im Suchfeld eingeben. Du hast aber auch die Möglichkeit, auf der linken Seite Suchfilter auszuwählen. Nach Branchen oder Subbranchen, nach Vertriebsgebiet, danach, ob das Partnerprogramm ein Produktdatenfeed zur Verfügung stellt, nach dem Zahlungsstatus oder nach weiteren Filtern. Zu den einzelnen Programmen kannst du weitere Informationen sehen, die du bei der Frage, mit wem du kooperieren möchtest und mit wem nicht, berücksichtigen kannst, zum Beispiel die Conversion Rate oder den Zahlungsstatus. Klickst du auf ein Programm, gelangst du zu dessen Profilseite, wo du viele weitere Informationen findest, zum Beispiel die Programmbedingungen. Hier kannst du auch direkt auf das Plus-Symbol klicken, um dich bei dem Programm zu bewerben. Dasselbe Symbol findest du auch in der Programmübersicht bei dem Programm ganz rechts. Klickst du auf das Symbol, öffnet sich ein Fenster. Ganz oben siehst du noch einmal die Programmbedingungen, die wir gerade auf der Profilseite des Advertisers etwas übersichtlicher gesehen haben. Unter Promo-Aktion ist das Hauptsegment deines Publisher-Accounts vorausgewählt. Insbesondere wenn du mehrere Werbeflächen besitzt oder in unterschiedlichen Segmenten arbeitest, solltest du hier die für den Advertiser relevanteste Werbefläche bzw. das relevanteste Segment auswählen. Du bewirbst dich zwar mit deinem gesamten Account, also mit allen Werbeflächen, die du hinterlegt hast, der Advertiser sieht mit deiner Auswahl aber sofort, wo oder auf welche Weise du ihn hauptsächlich bewerben möchtest. Gib einen kurzen, aussagekräftigen Bewerbungstext ein. Was tust du und warum sollte der Programmbetreiber mit dir zusammenarbeiten? Stimme den Programmbedingungen zu und klicke auf Bewerben. Das Programm findest du nun unter dem Reiter Offen. Gib dem Advertiser etwas Zeit, deine Bewerbung zu bearbeiten. Wenn du nach 2 Wochen keine Rückmeldung erhalten hast, nimm gern noch einmal mit dem Programmbetreiber Kontakt auf. Die Kontaktdaten und die Möglichkeit, eine Nachricht auf der Plattform zu versenden, findest du auf dem jeweiligen Programmprofil